Klappe auf und ab ins Becken. Über 100 Schwimmer aus mehr als 10 Berliner Vereinen ziehen an diesem Wochenende bei der besten Ermittlung des Berliner Schwimmverbandes ihre Bahn. Ob über 400 Meter lang, 800 Meter oder sogar 1500 Meter Freistil. In der Schwimmhalle am Sportforum Hohenschönhausen holen die Sportler alles aus sich heraus. Wir sind gerade im Trainingsprozess in Vorbereitung auf die JDM-Qualifikation. Deswegen nehmen wir das jetzt aus dem Training mit und schauen mal, wo die Athleten so stehen. Während viele Youngster zum ersten Mal die Luft auf dieser Wettkampfebene schnuppern, überzeugt die 16-jährige Lisa Marie Finger von der SG Neukölln Berlin in ihren 2 Starts mit fantastischen Zeiten und lässt die Konkurrenz in der offenen Wertung weit hinter sich. So eine Strecke schwimme ich nicht so oft im Wettkampf, weil ich gerade eher über die kurzen Strecken schwimme. Und deswegen ist es einfach mal ein guter Stand zu gucken, wie man gerade drauf ist. Denn langen Strecken schwimmen heißt vor allem eins: lange schwimmen. In Zahlen bedeutet das für Lisa Marie Finger und Oskar Priestermann vom Berliner TSC bis zu 40 Kilometer in der Woche. Doch nicht nur die Nachwuchsathleten führen diese Strecken an ihre Grenzen, sondern auch die Masters. Eigentlich schwimme ich keine 400 Meter, das ist eigentlich zu lang für mich. Ich bin eher so bei 100 und 200 Meter zu Hause. Ja, als Wiedereinstieg super. Ich hatte ein bisschen Muffensausen vorher, weil die ist halt so lang, ist die Strecke. Die Ängste sind schnell verflogen und die Erwartung erfüllt. Eine glückliche Nadine Stresing löst ihre selbstgesteckten Ziele ein und beginnt das Jahr mit einer neuen Bestzeit als Siegerin. Gerade für diese Altersklassen gibt es bei der Berliner Masters-Meisterschaft die Möglichkeit, Pflichtzeiten zu übertreffen und sich für nationale und internationale Wettkämpfe zu qualifizieren. Eine lange Strecke ist immer eine besondere Herausforderung, weil das ist eine kleinere Gruppe, es schwimmen nicht so viele und man trifft sich halt auch in einem fast schon familiären Kreis immer jedes Jahr wieder. An 3 Tagen liefern die Schwimmer aus mehr als 10 Berliner Vereinen mit höchster Konzentration sagenhafte Leistungen über die Langstrecken ab und bringen das Becken in der Schwimmhalle am Sportforum leistungsmäßig zum Brodeln.